Hinter mir werkelt gerade Philipp, den kennt ihr vielleicht von YouTube, der baut auf seinem Kanal immer richtig krasse Sachen. Von Philipp gibt es aber auch Videos wie dieses. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das jetzt wirklich auf YouTube sagen soll, ob ich das mit euch teilen soll. Aber der Arzt hat mir einfach gesagt, dass es sehr, sehr schlecht aussieht und dass der Tumor schon im Endstadium ist. Ich glaube, dass Gott hier noch was auf der Erde mit mir vorhat und das Gott mich auch gesund macht, auch wenn die Ärzte mir sagen, dass das unmöglich ist. Ich möchte heute herausfinden, wie sein Glaube Philipp hilft, mit der Krebsdiagnose umzugehen. Ich kenne Philipp bisher ja nur von den Videos und ich bin sehr gespannt, was die heute machen. Ich glaube, die sind immer sehr spontan, einen festen Plan gibt es vielleicht gar nicht. Immer wenn ich die Videos sehe, habe ich richtig Bock mitzuwerkeln. Hi. Hey, morgen. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir, Philipp? Gut, alles bestens. Steht heute irgendwas noch an? Ja, wir gehen nachher rüber zu unseren Eltern, da wo wir so einen kleinen alten Bauernhof haben, weil es hier so kalt ist. Ja. Zu Hause ist ein bisschen wärmer. Die anderen kaufen jetzt noch ein paar Sachen ein, aber in der Zeit kann ich dir was Uber zeigen und das Tiny House steht hier auch rum. Voll gut. Das ist euer Tiny House. Ja, genau. Lass mal reinkommen. Geil. Da oben kann man schlafen. Krass. Ich find's richtig cool. Ich will einmal in dieses Bett reinsteigen. Hey, ich stell's mir richtig cool vor, hier zu übernachten. Das ist wirklich irgendwie, finde ich, ein kleiner Traum. Ja, ist echt so. Ja, auch wenn du so weißt, du hast jede einzelne Leiste alles selber angefasst oder halt deine Freunde und hast alles so selber gebaut. Du gehst ja total offen auf YouTube um mit deiner Krebserkrankung. Weil ich dich schon länger verfolge, weiß ich, dass du zweimal den Krebs eigentlich schon überwunden hattest. Mhm. Wann hast du denn gemerkt, dass es irgendwie, dass da wieder was nicht stimmt? Ich glaube, das war jetzt vor ungefähr, ich glaube so 5, 6 Monaten ist das sogar schon her, dass ich wieder gemerkt habe, dass ich wieder eine Beule auf der Brust habe und dass da irgendwas nicht stimmt. Also man sieht es hier auch, ich habe eine fette Beule. Mhm. Und genau. Hier steht schon richtig was raus. So, ne? Ja, du kannst gerne mal drüber fühlen. Ja, tut es weh, oder? Nee. Das ist ziemlich hart. Mit mir wächst bald eine. Das ist richtig so eine Beule, ne? Ja. Wie ging es dir denn damit? Bei mir war es auch so, dass ich erstmal in ein volles Loch gefallen bin und bin dann wirklich runtergegangen in mein Zimmer und war echt ziemlich zerstört, habe dann meinen Bruder gerufen und dann haben wir tatsächlich zusammen gebetet und dann habe ich mich einfach auch daran erinnert, an die ganzen Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe. Und also ich sagte so, nach 2 Stunden, das hört sich voll blöd an irgendwie, aber nach 2 Stunden ging es mir wieder bestens, weil ich eben diese Zuversicht habe, dass es nach dem Leben weitergeht und weil ich eben auch diesen Gott als unglaublich kreativ so erlebt habe, nimmt es mir so komplett die Angst. Diese Gedanken, hey, fuck, diesmal könnte mein Leben vielleicht wirklich zu Ende sein und diesmal könnte es wirklich schief gehen, so hattest du das gar nicht. Also ich habe definitiv schon drüber nachgedacht, was wäre, wenn es eben echt zu Ende geht. Und muss ich ja auch jetzt, ich bin ja ein rational denkender Mensch, ich muss immer noch, auch wenn es mir im Moment nicht so geht, ja, mein Arzt sagt, du kannst jederzeit tot umfallen. Das sagt er zu dir. Ja. Ja, jetzt die alten Narben, aber man sieht ja hier jetzt sozusagen die Beule, dass sie wieder vorkommt in diesem Bereich. Ganz tief einatmen und die Luft anhalten. Sie müssen damit rechnen, dass unbehandelt diese Erkrankung zum Tode führen kann. Im Prinzip, wenn der Herzbeutel betroffen ist, von jetzt auf gleich. Also, das muss doch was mit dir machen. Das Krasse ist ja, dass ich schon mal so im Sterben gelegen habe. Der Arzt hat damals wörtlich zu meiner Mutter gesagt, es ist jetzt sinnvoller, dass sie den Leichenwagen anrufen als den Krankenwagen. Weil wenn der jetzt ins Krankenhaus kommt, man kann für den eh nichts mehr machen, der stirbt lieber zu Hause. Von daher, ich kenne diese Situation, ja. Ich weiß, wie ich mich damals gefühlt habe. Und ich weiß auch, dass ich nicht gestorben bin, ja. Und ich sterbe nicht dann, wann ein Arzt mir das sagt, sondern dann irgendwie, wann Gottes will. Und das ist so mein tiefer Glaube, auch wenn sich das manchmal ein bisschen verrückt anhört oder so. Hast du irgendwie Bilder oder so von der Untersuchung, dass ich mir das mal vorstellen kann, wie das so in dir aussieht? Also hier steht es nochmal genau drin. Wie groß der Tumor ist, also 9 x 6 x 16 cm. Das war das, wo ich in den Spiegel geguckt habe. Also ah ja, krass, hier ist schon eine richtige Beule. Ja. Hier sieht man halt auch richtig krass. Mhm. Und das ganze Ding hier gehört da nicht hin. Ja. Ja. Hier ist jetzt das MRT. Mhm. Und da hat sich wohl jetzt in der letzten Zeit noch mal eine größere Wassereinlagerung gebildet. Das war jetzt vor ungefähr 3 oder 4 Monaten, dass sie gesagt haben, du hast nur noch 2 Wochen bis 2 Monate zu leben. Das ist deine Prognose dann sozusagen. Wenn du nicht ganz schnell eine Chemo machst, wenn du nicht irgendwie dich therapieren lässt, dann wirst du nicht länger leben. Für mich war es aber klar, dass ich die Chemo nicht mache. Wenn, dann will ich so meine letzten Wochen noch in Würde, sage ich mal, verbringen mit meinen Freunden. Und ich will jetzt nicht während Corona abgeschoben werden in eine Klinik, in ein Isolierzimmer Chemo bekommen und dann wahrscheinlich auch daran sterben. So stelle ich mir mein Ende nicht vor. Ja.
Ich finde es mega cool, das zu sehen, weil ich das ja bisher nur aus den Videos kenne. Aber ich bin auch hier, um herauszufinden, so was dir das alles gibt, so warum du diese Projekte machst, dieses ganze YouTube-Ding weitermachst, obwohl du eigentlich ja eine Prognose hast, dass du nicht mehr allzu lange leben kannst. Du bist trotzdem nach wie vor hier komplett involviert, oder? Ja, definitiv. Das ist eine gute Frage. So, was machst du, wenn du jetzt nur noch eine begrenzte Zeit zu leben hast? Aber für mich ist es auf jeden Fall so, Zeit mit Freunden verbringen, coole Projekte irgendwie starten. Solange es mir gut geht, bin ich auf jeden Fall noch dabei. Was ich jetzt aber schon noch sehen will, ist das U-Boot. Ja, klar. Das zeige ich dir. Hier ist es. Wahnsinn, dass ihr das selbst gebaut habt, ey. Ich kann es hier mal rausfahren. Dann können wir es uns ein bisschen besser angucken. Okay. Das habt ihr alles selbst geschweißt? Ja, also das ist ja ein alter Gastank, aber alles, was drumherum ist, haben wir alles selber dran geschweißt. Das wiegt 2 Tonnen, das Ding. Deswegen kann es nur langsam fahren. Geil. Wie war das, das erste Mal damit auf Tauchgang zu gehen? War ein ganz besonderes Gefühl, wenn man halt so lange dran gearbeitet hat. Also hier haben wir insgesamt so ein halbes Jahr dran gearbeitet oder ein Jahr, ich glaube sogar fast ein Jahr. Mhm. Und dann das erste Mal da drin zu sitzen und dann irgendwie zu sehen, so wie das Wasser oben über die Kuppel geht, dann bricht immer der Funkkontakt ab und dann ist man so komplett abgeschlossen. Das ist wie so eine neue Welt, die man dann entdeckt. Hast du keinen Schiss? Einmal schon so ein bisschen, da ist uns der Sauerstoff ausgegangen oder beziehungsweise haben wir so gemerkt, unser Filter funktioniert nicht ganz. Irgendwas stimmt nicht. Mhm. Hört ihr mich noch? Hört ihr noch irgendetwas? Ihr hört uns hier unten nicht mehr, oder? Das ist voll dumm. Der Funk geht natürlich nicht unter Wasser. Das heißt, wir sind jetzt komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Aber da konnten wir ja gleich wieder auftauchen. Nach Ägypten und Israel wollen wir da mit und dann tauchen gehen. Im Roten Meer und so auf Schatzsuche gehen. Wahnsinn. Willst du mal reinkommen? Ja, voll gerne. Kommst du rein? Jo. Mehr Platz als gedacht, oder? Ist geräumig. Ja. Als du das erste Mal diesen Tumor hattest, hast du aber doch eine Chemotherapie gemacht und die hat dir auch geholfen. Genau, also das erste Mal habe ich eine Chemotherapie gemacht. Mhm. Dadurch ist der Tumor auch erstmal weggegangen. Nach 5 Jahren gilt man als geheilt. Nach 4,5 Jahren ist es bei mir wiedergekommen. Das ist schon keine leichte Entscheidung, so mache ich eine Chemo oder nicht. Und ich habe noch so viel Erfahrung gemacht, weshalb mir die Entscheidung relativ leicht gefallen ist, wo ich gesagt habe, nee. Diesmal ist es für mich keine Option. Ich bin jemand, der total irgendwie Vertrauen hat in Schulmedizin. Also auch wenn es nur eine kleine Wahrscheinlichkeit gäbe, dass mich das doch noch heilen könnte oder mir vielleicht noch mal mehr Lebenszeit schenken könnte, dann glaube ich im Moment, so der Frank, der ich heute bin, glaubt, dass er, dass er das auf jeden Fall ausprobieren wird. Ja, das hast du gut gesagt. Weil früher habe ich ganz genauso gedacht. Ich muss schon sagen, ich habe mittlerweile so ein bisschen gelernt, dass man auch nicht alles, was die Ärzte dir sagen, 100% so annehmen kann, sondern man muss sich auch mal noch eine zweite Meinung, eine dritte Meinung einholen und dann kann man ja selber entscheiden. Ich würde niemandem sagen, nur dass das klargestellt ist, mach keine Chemo. Ja. Ich würde niemandem sagen, geh nicht zum Arzt. Ich bin mega froh für alles, was die Ärzte für mich getan haben. Ich habe schlimme Erfahrungen mit Ärzten gemacht, ich habe auch richtig gute Erfahrungen mit Ärzten gemacht. Ganz grundsätzlich so für mein Verständnis, das heißt, wie stehst du denn so normalerweise zur Medizin oder wie hast du auch davor zur Medizin gestanden? Also ich hatte ja die erste Chemo gemacht, wollte dann auch Medizin studieren, weil ich dachte, okay, ich kann da Leuten helfen und ich habe mir immer gewünscht, wirklich, dass ich einen Arzt gehabt hätte, der sich vor mich hinstellt und sagt, ey, ich habe genau das Gleiche wie du gehabt, ich habe genau das durchgemacht wie du, ich habe die Chemo gekriegt und ich lebe immer noch, ja, und von mir kriegst du jetzt die Chemo, weil das hätte ich mir so sehr gewünscht. Und wo ich dann aber da halt auch Erfahrungen im Krankenhaus gemacht habe, wo ich so gesagt habe, okay, dieses ganze kommerzielle System, ja, das ist an sich eben, ein Krankenhaus muss Profit machen. Mhm. Und dieses ganze kommerzielle stand mir manchmal zu sehr an erster Stelle. Ich will es jetzt gar nicht zu krass kritisieren, aber habe ich schon so mitbekommen. Und weshalb ich mich dann auch dazu entschieden habe, keine Medizin zu studieren. Dann ist ja eben mit YouTube das Ganze dazwischen gekommen. Also es gab dann auch gar nicht mehr so die Möglichkeit. Also ich selbst habe ja keine Erfahrung mit einer Krebsdiagnose. Aber ich habe über lange Zeit Sebastian begleitet, der einen Hautkrebs hatte. Mhm. Der hatte eigentlich genau die gegenteilige Strategie. Er hat nämlich gesagt, er legt sein Leben in die Hände der Ärzte. Ich vergleiche mich gerne mit einer Art Soldat. Meine Ärzte sind die Kommandanten. Meine Kommandanten geben mir Befehle. Das sind dann meine Therapieanweisungen. Und hier zu dem und dem Arzt musst du gehen. Und du läufst einfach nur noch strikt durch diese Schützengräben durch. Du läufst auf dein Ziel zu und tust halt dein
dein, das, was du kannst, nach bestem Wissen und Gewissen, um diese Befehle zu erfüllen. Also du meinst jetzt so im Vergleich, er hat die Verantwortung an die Ärzte abgegeben. Ich sag ja so, ich gebe ein bisschen die Verantwortung, oder ich gebe nicht die Verantwortung ab, aber ich gebe mein Leben, so lege ich in Gottes Hände. Zumindest unterscheidet euch das auf jeden Fall. Ja, ich würde jetzt grundsätzlich keinen Unterschied machen und sagen so, der eine glaubt an die Medizin, ich glaube an Gott. Ich glaube, man kann an Gott glauben und trotzdem zum Arzt gehen, ja. Würde ich definitiv auch machen. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein Missverständnis, dass die Leute sagen, du musst entweder an Gott glauben oder an die Medizin glauben. Aber ich glaube eben, wie gesagt, Gott kann da auch durch beides wirken, ist gar kein Thema. Ich finde es cool, dass ich heute mal so ein bisschen begleiten darf, was ihr hier macht und ne, wie ihr sowas. Du darfst dich nur begleiten, du darfst gerne mithelfen. Ja, sehr cool. Und zwar wollen wir den Samuel Koch eine Freude machen. Mhm. Der sitzt ja im Rollstuhl und kann nicht laufen. Samuel hat gerade gesagt, seine Lieblingsfahrtbewegung ist. Mich zu überschlagen, das stimmt tatsächlich. Kriegen wir hin, glaube ich. Und wie war's? Kann ich euch das abkaufen? Wir hatten so die witzige Idee, weil er immer den Witz bringt, ich mache euch allen Beine, dass wir ihm jetzt mal Beine bauen. Ja. Und zwar eine Badewanne, die wirklich laufen kann. Okay. Der Hans hat hier schon mal einen Bauplan gemacht, wie das etwa so aussehen sollte. Also hier sieht man die Badewanne. Ja. Und dann kommen hier diese großen Beine dran und die laufen dann wirklich wie so ein... Die machen so eine ganz typische Laufbewegung. Krass, ja. Und er soll dann da drin liegen? Das ist der Plan. Was können wir denn jetzt schon mal machen? Wir können schon mal... Kann ich dir helfen? Diese Metallprofile hier alle auf die richtige Länge bringen. Ja. Ich glaube, das erklärt ja am besten der Johannes. Der hat jetzt, glaube ich, hier ein bisschen mehr den Überblick, was wir machen. Ja. Ja, ganz fertig werden wir es heute nicht kriegen. Ja. Brauchen wir wahrscheinlich eine Woche für. Ja, dann. Was kommt davon? Gucken wir mal, was du hier kaputt gemacht hast. Ich? Irgendwie das hat sich verhakt. Vielleicht sollte man es lieber mit Handschuhen machen, die ist ganz schön scharf. Gibt es noch irgendein Projekt, das du auf jeden Fall machen willst? So? Nö, auch das nicht. Also ich habe noch ganz viele Träume. Das ist halt, glaube ich, auch so, wenn man darauf vertraut, dass Gott wirklich gut zu einem ist, auch einen guten Plan mit meinem Leben hat. Und dann kann ich auch so vertrauen, dass ich dann vielleicht später im Himmel oder so auch noch schöne Sachen erleben werde. Jetzt noch dieses Teil. Philipp, du redest ja viel über Gott und ich habe auch das Gefühl, dass dein Glaube ein zentrales Thema in deinem Leben ist. Ja, jetzt durch die Krankheit erst recht. Aber war das schon immer so in deinem Leben? Absolut gar nicht. Nee. Also früher, ich glaube vor 3 Jahren hätte ich mich für absolut verrückt gehalten und hätte es auch gar nicht hören wollen. Ich habe mir alle anderen Religionen angeguckt. Buddhismus, Hinduismus, Muslime, alles. Und alles hat mich irgendwie nicht befriedigt. Und irgendwie habe ich so gesagt, ey, ich bleibe Agnostiker, aber auf der Schiene, dass es auf jeden Fall den christlichen Gott auf jeden Fall nicht gibt. Aber differenzierst du da zwischen Religion und Glaube? Ja, also ich halt von Religion halte ich gar nichts. Mhm. Also Religion ist für mich so ein Ding aus menschengemachten Regeln. Für mich ist Glaube was ganz Persönliches, was du mit Gott ausmachst und wo auch jeder so seinen eigenen Weg finden muss. Also was macht dich so sicher, dass es Gott gibt? Ich glaube, bei mir sind es tatsächlich Erfahrungen gewesen, wo ich einfach so krasse Gebetserhörungen gehabt habe, wo ich irgendwann gesagt habe, das können keine Zufälle mehr sein. Und zwar war es so, dass es mir in Island echt teilweise richtig, richtig schlecht ging. Also es war echt keine leichte Zeit. Und wirklich eine Zeit, in der ich mir auch so die Frage gestellt habe, wie lange es auch nach Island noch weitergeht oder wie es überhaupt mit mir weitergeht. Auf jeden Fall war es wirklich so, dass ich dann so zum Himmel geschaut habe und eben so gebetet habe und irgendwie auf einmal so richtig krass den Gedanken bekommen habe, wie als würde Gott mir so sagen, ey Philipp, ich mach dich gesund und du kannst ein Zeichen von mir fordern, so als Beweis dafür, dass ich dich gesund mache. Und direkt ist in meinen Kopf so gekommen, ich will Polarlichter sehen, ich will im Sommer Polarlichter sehen, weil es absolut unmöglich ist. Und ihr werdet es mir nicht glauben, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, aber ich bin rausgegangen aus dieser Toilette. Es war wirklich so, dass ich zum Himmel geguckt habe und da war nicht nur Polarlichter, da war ein riesiger Polarlichtbogen. Wie ein Regenbogen aus Polarlichtern. Das kann nicht sein. Bei mir ist es so, ich bin auch in einer relativ, so in einem gläubigen Umfeld groß geworden, im religiösen Umfeld. Ich habe irgendwie auch mich dann irgendwann mit so Religionskritik so beschäftigt und habe dann irgendwann vor allem mit der Religion ziemlich gebrochen und würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein gläubiger Mensch bin. So. Ich habe in mir vielleicht noch so einen ganz kleinen Wunsch danach, dass da jemand ist, der mich in so Phasen, wie du sie jetzt gerade durchlebst, doch irgendwie noch hält und da durchbringt. Ja, ich habe mir immer gesagt, auch damals, als ich krank war, habe ich so gesagt, ich will jetzt nicht, weil ich krank bin und gerade mir wünsche, dass es Gott gibt, an Gott glauben irgendwie. Ja. Ich konnte das auch gar nicht. Das war immer mein Ding so, wo ich gesagt habe, ich will nicht glauben, ich will wissen irgendwie. Ja. Ich muss das wissen, gibt es denjenigen oder nicht. Das war für mich ganz wichtig. Und dieses Wissen habe ich jetzt wirklich gefunden. So.
Die Badewanne wollen wir dann nehmen, um da den Samuel reinzusetzen und dann da ringsrum halt die Beine zu bauen. Ja. Also hier soll Samuel quasi drin sitzen bzw. ja, liegen. Aber ich glaube, heute wird das nicht mehr fertig. Nee, heute schaffen wir das nicht mehr. Genau, aber wenn das fertig wird, dann packen wir auf jeden Fall jetzt einen Ausschnitt rein. Ja, das läuft mal ganz gut. Ich bin vor allem mega gespannt, wie der Samuel Koch auf dieses Gefährt hier reagiert, wenn er sich da mal reinsetzen kann und damit laufen kann. Ich habe dich ja gefragt, ob wir mal zu einem Ort gehen können, der dir besonders viel bedeutet. Ja. Warum sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt bei unserem Baumhaus, ja, weil das wirklich ein ganz besonderes Projekt auch für mich ist, weil meine Schwester sich immer so ein Baumhaus gewünscht hat. Könntest du gerne mitkommen, dann gehen wir oben rum. Krass, wie schön. Das ist ja ein kleines Luftschloss. Ja. Ey, sowas habe ich mir immer gewünscht als Kind. Ich mache jetzt mal den Generator an, dann leuchtet es richtig schön. So. Wow. Cool. Man muss einmal den Kopf ein bisschen einziehen, aber... Ist ja richtig schön. Hier so eine gemütliche Bank. Ja, ne? Der Ofen hier, der ist vor allem aus einer Badewanne gebaut. Also, wenn jemand es noch erkennt, hier die Badewanne. Das kann man hier aufrollen. Super. Ja, das ist unser Tisch. Wow. Da oben ist so nice. Das ist die Kuschelhöhle. Ja, das ist echt von die Kuschelhöhle geworden. Das ist richtig nice. Du hast gesagt, dass ihr das für eure Schwester gebaut habt, ne? Und es war tatsächlich so, dass sich unsere Schwester immer so ein Baumhaus irgendwie gewünscht hat. Und dann war es aber immer so gewesen, dass wir irgendwie gesagt haben, nee, das ist zu wenig spektakulär. Und dann, wo sie gestorben ist, haben wir gedacht, okay, den letzten Kindheitstraum zu sehen, erfüllen wir ihr und uns halt auch nochmal. Und haben das, glaube ich, auch ein bisschen gemacht, um die ganze Situation zu verarbeiten. Kannst du mir erzählen, was mit deiner Schwester passiert ist? Ja, unsere Schwester ist mit 18 Jahren abgestürzt, jetzt vor 3 Jahren mit einem kleinen Ultraleichtflugzeug. Also es war ein ganz normaler Rundflug gewesen, irgendwie zu langsam geflogen, zu tief und hat einen Strömungsabriss gegeben. Die war immer als erstes auch dabei bei den ganzen Aktionen, wirklich die erste, die sich irgendwie an die Seilbahn gehängt hat. Mit einer Hand, die hat die sich nur festgehalten, das habe ich mich nicht getraut. Die war nicht nur unsere Schwester, sondern wirklich unsere beste Freundin auch, mit der wir alles zusammen gemacht haben. Und ja, echt ein tragischer Unfall. Also ganz überraschend kam es halt. Jetzt ist deine Schwester bei so einem tragischen Unfall ums Leben gekommen und die Ärzte geben deinem Bruder jetzt nicht mehr so lange so. Was ist denn das für ein Gefühl zu wissen oder diese Gedanken zu haben, so ich bin dann vielleicht von meinen Geschwistern der Einzige, der dann noch auf der Welt ist? Für mich ist dieser Gedanke irgendwie noch so weit weg oder so unreal, dass ich, ja, dass ich dieses Gefühl sozusagen noch nicht habe, dass ich der Einzige dann sein würde oder so. Aber ja, ist, man fragt sich schon manchmal, warum so viele Sachen so bei einem zusammenkommen müssen. Klar, die Frage stellt man sich. Habe ich auch keine Antwort drauf. Aber ja, klar, also man muss natürlich irgendwie damit umgehen, ja, dass man ja jetzt auch noch einen Alltag zusammen hat und so. Ne? Es wäre jetzt ja auch komisch, einfach die ganze Zeit so betrübt zu sein und zu sagen, ne, wie schlimm, dass du vielleicht nicht mehr lange lebst. Und eigentlich ist ja eigentlich noch so schön, dass sie so viel Zeit miteinander verbringen. Ja, deswegen ist es jetzt auch im Moment so, dass ich sage, wir versuchen, den Alltag so weiterzuführen, auf jeden Fall. Und ich mache jetzt auch weiter die Videos und Projekte. Welches Verhältnis hast du denn zu deinem Bruder? Wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, als Zwilling hat man so ein Verhältnis, was irgendwie krasser ist als jedes andere Verhältnis. Also, weil man gefühlt wirklich das gleiche Gehirn hat. Wir verstehen uns einfach fast ohne zu reden. So. Und das ist einfach was, was ich mit keinem anderen Menschen habe. Also schon sehr, sehr enge Beziehung. Wie bist du mit dem Verlust damals umgegangen? Dadurch, dass ich gemerkt habe, so, Gott trägt mich sogar dadurch und es hat mir so einen ganz, ganz tiefen Frieden auch in der Situation gegeben, wo ich einfach so Trost gefunden habe, so richtig krassen Trost und einfach auch so die Gewissheit habe, dass ich sie irgendwann wiedersehen werde. Du erzählst davon immer total überzeugt, ne? Dass du das also wirklich glaubst. Mhm. Gibt es auch Momente, in denen du einfach daran zweifelst? Mhm. Definitiv. Und ich sage auch, Zweifeln finde ich gar nicht schlecht. Also ich finde, Zweifeln gehört dazu. Und ich hatte gerade am Anfang ganz oft irgendwie Zweifel gehabt, wo ich dann einfach vielleicht gerade jetzt nicht mehr so Gott gespürt habe oder gerade Gott erlebt habe oder so. Und ja, wo ich dann echt oft auch meine ganze Lebenseinstellung so hinterfragt habe. Und dann aber immer wieder zu dem Schluss gekommen bin, da ist doch mehr dahinter. Was glaubst du denn,
wie es für dich weitergeht? Ich hoffe natürlich sehr, dass ich jetzt wirklich wieder gesund werde. Es sieht ja im Moment wirklich so aus, dass, obwohl meine Beule gerade irgendwie sogar ein bisschen größer wird, dass es mir einfach tagtäglich besser geht. Ich hoffe sehr, dass Gott da wirklich nochmal ein Wunder macht und ich gesund werde. Wenn nicht, dann nicht. Und dann will ich aber jetzt trotzdem die letzte Zeit wirklich nutzen, um einfach vielleicht Leuten so ein bisschen meine Hoffnung weiterzugeben. Bereitest du dich irgendwie vor auf den Tod? Gibt es irgendwas, was du irgendwie vielleicht vorbereiten willst, was du vorbereitet hast? Ja, definitiv. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt meine Beerdigung ganz konkret durchplanen, weil ich glaube, dass ich im Moment meine Zeit besser nutzen kann, weil es auch noch nicht so weit ist. Trotzdem gucke ich zum Beispiel, hat mir eine Freundin gesagt, der am Bruder Arzt ist, dass ich mich unbedingt um so eine Palliativversorgung kümmern sollte, weil ich ja definitiv nicht im Krankenhaus meine letzten Tage verbringen will, aber dass ich mich da ein bisschen vorbereite, das mache ich auch auf jeden Fall. Ja. Das ist, also ich habe gerade gemerkt, wie komisch das auch gerade für mich war, diese Frage zu stellen, weil du stehst hier so gegenüber, ne? Und du wirkst fit, du wirkst irgendwie auch so positiv. Ja. Und das ist total komisch, über den Tod zu reden und über... Also ich finde das voll belastend, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und das sehe ich jeden Abend, also wenn ich mein T-Shirt aussehe und so mir meine Brust angucke, dann weiß ich ganz genau, da ist das Herz, da ist die Lunge, das kann jeden Moment vorbei sein. Also ich kann dir nicht erklären, warum ich hier so stehe und warum es mir so gut geht. Und ich kann dir auch nicht rational nicht begründen, warum ich jetzt so angstfrei bin, außer dass Gott mir halt da irgendwie hilft. Ja. Wie würde ich reagieren, wenn ich wüsste, ich habe noch nur noch 2 Monate, 2 Wochen, keine Ahnung wie lange. Ja. Dass du so unbeschwert bist, das finde ich so mega stark einfach. Dankeschön. Ja, ich finde das auch voll die interessante Frage. Ich ermutige auch immer jeden, ein bisschen darüber nachzudenken, so sein Leben vielleicht ein bisschen von hinten zu betrachten, vom Ende her, und zu sagen, okay, was will ich erleben, wie will ich wirklich meine Zeit verbringen? Jedes Leben ist tödlich, ja. Eigentlich ist es gar nicht so krass, dass ich irgendwann sterben werde. Jeder Mensch stirbt irgendwann. Und sich damit zu befassen, ist, glaube ich, mega gut. Wenn ihr gesagt bekommen würdet, dass ihr nicht mehr lange zu leben habt, was würdet ihr unbedingt noch erleben wollen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Hier oben habe ich euch die komplette Reihe Wie lebe ich mit einer schweren Krankheit verlinkt. Da habe ich unter anderem Manuel getroffen, der an einem chronischen Erschöpfungssyndrom leidet. Und hier unten geht es zu einem Film von True Doku. Die haben Leonita begleitet und ihre beiden Freundinnen.